Hallo Freunde der leichten Unterhaltung. Weiter geht's bei Rollercoaster Tycoon mit dem Szenario den flüsternden Klippen. Wir sind in der zweiten Jahreshälfte des ersten Jahres angekommen. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir jetzt hier weiterbauen, diese kleine Ecke noch. Beziehungsweise, oder ob ich mir vornehme. Hier zu bauen. Und zwar versuche ich das versuchen. Ne, das geht von hier aus nicht, okay. Also müssen wir das wirklich so bauen. Am besten so. Gut. Da könnte man natürlich auch noch durch das machen, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall unten angekommen. Gut, bis dahin. Und jetzt natürlich, ja, das hier so ungefähr vielleicht hinbauen. Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Denkste. Ich muss das auf jeden Fall ein bisschen Platz lassen. Hier bauen wir wieder hier so einen kleinen Kurs. Tja, Ein- und Ausgang hier. Auch nicht so schlecht, auch nicht so schlecht. Ja, das könnte klappen. Ja. Ah, ist aber noch zu wenig. Das ist mir noch zu wenig. Komm, das machen wir anders. Ja. Genau, so. Sehr schön. Jetzt machen wir mal den Modus hier wieder. Können wir mal den Hintersichts. Ne, den lassen wir an. So, das muss weg. Gut, sehr gut. Machen wir mal Kanus, oder? Ja, die sehen ein bisschen zu groß aus hier. Ja, aber auch Ruderboote. Wir machen 70 Cent dafür. Eröffnen das Ganze mal. Jetzt müssen wir nur noch hier den Weg machen. So, und fertig ist das. Dann können die Leutchen auch nach da unten. Wobei wir hier schon mal wieder extra einen Mechaniker anstellen können. Du musst gar nicht da rumzurennen, du kannst hier bleiben. Das geht gut. Mhm.
für viele wahrscheinlich nicht interessant genug. Kann ich mir gut vorstellen, jedenfalls. Gut, dann haben wir hier auch schon mal so ein bisschen was. Und hier haben wir noch Platz, also sollten wir jetzt doch noch was Größeres hier anstreben. Heckenlagerin kommt dazu, ist das okay? Ich würde mal sagen, wir bauen hier hinten noch einen Eisverkäufer hin. So. So, wir haben bislang eine Hilfskraft, das ist mir auch ein bisschen wenig. Das ist ja schon wieder. Ja, wir lassen mal bis dahin laufen, das ist in Ordnung. Nummer 2. Bis dahin. Weiß nicht, ob hier so viel Müll dann erstmal anliegen wird, aber wir werden hier erstmal dahin platzieren. Da geht das schon. Wir haben zurzeit einen Verkehrswert von knapp 6000. Besucher. Ich würde, glaube ich, gerne hier den ganzen Fußweg mal wegmachen. Ja, den Baum auch. Ich würde mal hier eine ganz freie Sicht haben wollen. Das wäre echt schön. So, haben wir ein bisschen Geld noch eingenommen. Ist ja auch nicht so übel. Preis ist günstig. Gut. Jetzt sind wir fast 20 Euro. Jetzt ist natürlich das Heckenlager doch frei. Ich würde schon gerne noch was Großes hier hinbauen, hier hinten. Mit dem Ein- und Ausgang wird dann echt wieder schicke. Aber ich glaube, ich muss es versuchen. Kann hier nicht gebaut werden, warum nicht? Die Höhe vielleicht. Was ist denn mit der anderen? Ja, aber da ist, glaube ich, die Kotzerei einfach zu heftig. Ja. Da sehe ich da eher kommen, dass die Leute nicht fahren wollen damit. Aber immerhin hätten wir erstmal eine Achterbahn. Wir könnten versuchen.
ob sich das hier irgendwie ausgeht. Bottiche für Virginia Kreise. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal auf 220. Oder, ja, doch, was immer so einfach mal. Wir gucken mal. Das sieht mir auch schon wieder zu heftig aus, die meisten. Lass mich raten, die ersten Gedanken. Gar keiner. Ja, doch, da kommen welche. Das würde natürlich schon mal uns ein bisschen positiv stimmen. Also mich zumindest. Ich hoffe euch auch. Wo ist denn... Mechaniker 2, der kommt da gerade angelaufen. Und der muss jetzt bis dahin gehen noch. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem zu heftig ist für einige. Da haben wir noch null Gedanken bei der. Er kommt da erstmal mit was zu trinken oder Eis oder irgendwas an. Wir gucken mal kurz zu. Oh Gott, da dreht sich das auch noch. Kein Wunder. Und jetzt geht's ab. Gar nicht mal so schlecht gemacht. Das Ganze. Ich würde nicht damit fahren, klar. Und ich hoffe einfach, dass das ein bisschen was auch einspielt hier. So richtig passt jetzt hier aber nicht mehr hin. Aber es stellen sich doch schon so einige jetzt an. Das ist schon mal nice. Nur was ich mir jetzt hier vorstelle, ist, dass jetzt hier viel gereiert wird. Der Gesund. Noch. Hier müssen wir mit dem Preis runtergehen. Keine Frage. Ja. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen nachlassen, da wir ja schon so vom Preis her ziemlich hoch stehen. Wir brauchen eine zweite Toilette mit hier hinten. Machen wir einfach. Na, Haus der Illusion interessiert wieso ist gar nichts mehr. Das ist nicht mehr aufregend genug. Hängen nach Achterbahn kommt als nächstes. Ja, ist auch nicht wirklich was für uns. Aber ihr merkt, wir haben jetzt die erste von zwei Hälften hier fertig. Und das noch nicht mal nach einem Jahr. Das ist schon echt heftig. Ja, ich habe mich wieder mit dem Autofahren ein bisschen vertan. Das ist groß geworden. Könnte jetzt hier noch versuchen, die Rutschspirale reinzubringen, aber es würde für uns, glaube ich, nicht gut kommen.
muss ich doch versuchen, es so auszuprobieren. Ob es vielleicht möglich ist. Ja, ist ja auch zu kurz der Weg. Es sei denn. Zu viel Kuddelmittel. Oder aber. Nee. Nee. Oder doch? Nee. Nee. Doch. Okay. Es sieht zwar scheiße aus, aber. Man muss die Karte mit Holz nehmen. Wir bleiben bei unserem schlichten Stil. So, jetzt erstmal das. Wir müssen zwar oben da tricksen. Das könnte klappen. Nicht wirklich, es klappt nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Bin viel zu hoch. Ja, um einen nehme ich zu hoch. Dadurch, dass das ja hier kein ebenes Gelände ist, kann ich das vergessen. Und wir müssen es abreißen. Allerdings, ihr wisst ja, ich versuche gerne hier platzsparend wie möglich zu bauen. Ja, gerne aus. Was würde denn passieren? Oh, das geht in die Kohle. Das geht so in die Kohle. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das? Und würde gehen. Dann bauen wir erstmal den Ausgang. Ach, das geht doch. Oder? Das könnte gehen. Nein, das ist nicht. Na,
noch. Ist das eine Scheiße? Ist das eine Kacke? Das ist so kacke. Och nö, ey. Es klappt nicht. Nee, das geht nicht. Es geht nicht auf, Leute. Es sei denn, warte mal. Es sei denn, ich nehme das Haus der Illusion hier. Verkürzt da den Eingang. Hä? Sieht das auch anders schon mal aus? Kann ich jetzt das endlich vielleicht hier mal abschließen? Andere Ansicht. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, ey, dann ticke ich aus. Na, endlich. Boah. 30 Cent, ja. Boah. Was für eine Geburt hier. Könnten wir eigentlich Mechaniker 3 auch beauftragen? Zirkusvorstellung ist jetzt freigeschaltet. Bin zwar kein Freund von Zirkussen. Hier könnte es uns aber helfen. So, da stehen sie an, da stehen sie an. Rutsche muss erst noch zeigen, dass es wert ist. Eintrittspreis ist günstig. Wir gehen hoch auf 21. Fahren sie doch. Oh ja. Nee, sie liegt doch ziemlich viel Kotzi-Kotzi rum. Aber das war ja zu sehen. So, und auch hier wären wir. Und damit auch hier gereinigt wird. Haben wir also auf der Seite hier zumindest 3 Mechaniker und 3 Hilfskräfte. Und ich denke mal, das könnte ich für hier hinten sich auch ausgehen. Es ist eigentlich von der Länge her, beide Seiten sind gleich. Gut, aber so richtig ja, geht eigentlich nichts mehr auf dieser Seite. Also wir haben es rausgereizt. Man könnte jetzt natürlich noch warten. Schauen, was kommt. Wir haben jetzt zumindest eine Zirkusvorstellung. Ja. Von der Größe her wie ein Karussell oder auch Geisterhaus.
Boah, die Schiffsschaukel ist ja auch wieder. Geht ja ab. Wir haben Parkwert von 7500. Also wir sind noch unter der Hälfte. Die Hälfte wäre... ...8500. Aber wir haben ja noch nicht mal die Hälfte von... ...den 3 Jahren erreicht. Also sind wir... ...gut dabei mal wieder. Wir sind im Oktober schon wieder angekommen. Das vergeht hier unfassbar. So. Er braucht immer ganz schön lange, stelle ich fest. Jetzt läuft er auch wieder nicht so, wie ich es mir vorstelle. Einer sagt, so viel bezahlt er nicht. 1 Euro, dann können wir mal auf 80 Cent runtergehen. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, denn auf jeden Fall fürs erste Jahr werden wir jetzt nicht mehr großartig was bauen. Ein bisschen aber schon mal dann ins zweite Szenario-Jahr schon mal so ein bisschen reinglotzeln. Ladenstand kommt jetzt als nächstes. Ich würde mir ja natürlich wünschen, meine Lieblingsachterbahn bauen zu können, aber da muss man mal abwarten. Eine haben wir auf jeden Fall. Könnte mir noch vorstellen, entweder nochmal eine rasende Maus versuchen zu bauen. Ah, wieder diese himmlische Ruhe. Weil die hier zumindest sind auch alle wieder ziemlich groß. Oder eine Eigenkonstruktion. Baumstammrutsche könnte man auch versuchen. Selber zu konstruieren, aber ja, der Platz ist nicht so vorhanden. Ja. Von den sonstigen Attraktionen, die wir noch bauen könnten, ein Geisterhaus wäre noch zur Auswahl, ein Labyrinth, Karussell und Zirkusvorstellung von den waren ja doch gemäßigte Fahrweise. Ja, Achterbahn haben wir noch ein bisschen was. Hier hätten wir noch einen Twister zur Auswahl, und hier hätten wir auch noch alles. Essen und Trinken ist eigentlich zur Zeit ganz gut. Wir haben einmal Informationsstand, einmal Trinken, einmal Eisverkauf und einmal hatten wir hier Hotdog-Stand und 2 Toiletten. Ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal einen Pommes-Stand noch. Was ich jetzt nicht so gedacht habe, ist natürlich, dass man auch auf dem Wasser bauen könnte. Wir könnten jetzt den Weg nach hier unten bauen und einfach hier die eine oder andere Attraktion noch hinknallen. Es ist nicht so viel Platz. Aber man könnte hier das Gelände vielleicht ein bisschen abebnen und das war hier noch so eine kleine Sache bauen. Oder annehmen. An oder runter, hoch oder runter bauen. Ich bin noch unentschlossen. Mal gucken. Aber bislang sieht es gut aus, wenn ich hier schon alleine sehe. Also diese Achterbahn scheint gut zu funktionieren. Auch dafür, dass sie eine Übelkeitsrate von 5,9 hat. Mit der Intensitätsrate. Ich will mal Identität sagen. Irgendwie so. Auch von 5,8 und Erregungsrate 5,2. Also überall hoch. 7 Stürze insgesamt. Also das geht schon ab. Aber trotzdem ist die beliebt. Die Leute kommen da auch ganz gut klar drauf. Es gibt also nicht so viele Kotze. Und wir haben 403 Besucher zurzeit im Park.
Ich bin entzückt, ich bin entzückt. Autofahren zumindest will gar keiner mehr. Ist immer noch zu teuer. Na, dann gehen wir mal mit dem Preis runter und hoffen, dass die Leute dahin rutschen. Luftballonstand, okay, okay, okay. Ja, dann eben können wir noch hinballern, wenn wir die Zeit haben. Ja, Zeit haben wir noch, einen Luftballonstand zu machen. Könnten wir den hier unten hinbauen? Das ist zu niedrig, oder? Nee, klappt super. Schön. Gut, wir sind im März angekommen. Das heißt, wir haben das erste Jahr vom Szenario Whispering Cliffs überstanden. Es sieht sehr gut aus. Der Verkehrswert von 17.000, den wir nach dem dritten Jahr haben müssen. Wir sind jetzt bei 8.000. Das heißt, knapp die Hälfte haben wir und wir haben noch 2 Jahre Zeit. Die Hälfte des Parks haben wir schon ausgefüllt. Die andere Hälfte kommt also noch. Denke mal, wird wieder, bis das zweite Szenario zu Ende ist. So lange wird das auch ungefähr dauern. Das dritte wird dann wieder die lange Phase werden, wo wir nicht so viel machen können. Aber wir werden das schon schaffen. Haben wir bislang immer hingekriegt. Und ja, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.